Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute mal eine Aufnahme mit einem neuen alten Headset. Das Headset habe ich tatsächlich schon länger. Aber ich dachte die ganze Zeit, es wäre kaputt, ne? So, wir schmelzen da unten gerade noch die Bricks fertig. Oder? Das? Ah ne, mit den Bricks waren wir anscheinend fertig. Tatsache. So, okay. Hola. Mal hier das Bett. Das stellen wir hoch ins Schlafzimmer. Ich habe mich entschlossen, heute erstmal Boden und die Decke zu machen. Ja? Also hauptsächlich den Boden und die Wände vor allem. Ja? Sorry, aber es tut mir leid, irgendwas zieht aktuell so derbe an Leistung. Es kann nicht flüssig laufen im Moment. Ich guck mal gerade hier. Was ist überlastet? Okay, nee. Nichts ist überlastet. Fraps spackt an. Jetzt guckt ihr das an. What? Guck mal, da können wir jetzt so stellen und das macht nichts. Das packt er, ne? So, was wollte ich sagen? Boden. Wir machen. Oh. Okay. Habe ich noch Holz? Ja. Das ist super. Das ist super. So, Le Boden. Reißen jetzt alles weg. Alles. Den ganzen Boden in der ganzen Hütte. Ich gehe jetzt erstmal außen rum. Ich weiß, ich haue hier gerade alle Fackeln weg, aber das ist ja Rille. Das hier lasse ich so, das soll so bleiben. Wir haben genug Eisen, hallo? Müssen wir nicht immer mit Steinwerkzeugen rumhantieren, wenn wir doch Eisen haben, bis zum Scheißen im Moment. Und, falls wir brauchen. Ich kenne eine Höhle, ganz in der Nähe. Ich muss noch kurz dazu sagen, ich bin heute erkältet, beziehungsweise die ganze Woche schon. Ich habe hier letztens versehentlich vorproduziert. Ich habe einfach so derbe Bock irgendwie aufzunehmen, dass ich mich fast schon entscheiden muss, mache ich 2 Folgen am Tag oder irgendwie so, ja? Halt! Oh, das eine, das war richtig, fast. Erstmal das hier weg. Hauptsache, wir bekommen die Türen. Weißt du? Nimm das mal hierher. Ich muss mal auch gucken, dass ich irgendwie andere Türen finde, weil die, ich weiß nicht. Aber die sehen jetzt nicht schlecht aus, ja. Aber man kann so blöde durch. Also wäre ich ein Zombie, ich würde
die Tür überhaupt nicht respektieren. Ich würde einfach durchgreifen und von innen dann aufmachen. Weißt du? Ich hab die Türen aus irgendeinem anderen Holz gemacht, wie hier aus der Eiche. Apropos Eiche, haben wir noch angepflanzt? Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir angepflanzt haben. Ich glaube nicht, dass wir groß angepflanzt haben noch. Moment. Ich pflanze den Rest mal da hinten an. Ab hier quasi so. Hier steht noch einer, die holen wir uns gleich. Schöne Wüste haben wir in der Nähe. Und wenn ich das Pferd hier so sehe, fällt mir ein, dass wir eine diamantene Pferderüstung haben. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache ins Schlafzimmer, nee, ich mache Boden, Decke und Wände. Und jetzt will ich Pferde. Weißt du, es ist unglaublich. So, huch, oh. Hier ist nix. Ja, komm, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich gleich mal gucken, ob hier irgendwas ist. Eisen, oha. Wenn es schon um die Ecke ist, dann können wir es doch gleich mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Ich sehe da unten keine Monster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, nix wie raus hier. Ich komme später wieder. Warte mal, ich hab doch ein Schild hier. Oh mein Gott. Nein, ich muss weg. Aua. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe. Fuck. Fuck. Geht alle weg. Oh mein Gott. Oh. Fuck. Leute. Wir hätten alles hier verloren. Ach du Scheiße. Nur weil diese Viecher irgendwie lecken. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die lecken. Wäre das Schild komplett ab? Ja. Das Schild wehrt komplett ab. Auf Pfeile. Das ist schön zu wissen. Hi. Guck mal, wie der leckt. Wie die alle lecken.
Okay, warum ist hier so viel Licht? Würde ich ganz gerne wissen. Geht's hier raus? Oder nur noch? Nein! Ey, Alter, es reicht. Es reicht. Ich will hier raus, Mann. Ich will hier raus. Alter. Mach hier auf. Ich hab gesagt, ich will raus und nicht tiefer rein. Der Creeper. Muss das Schild ablegen. Ihr Wichser, ihr könnt mich alle mal, ihr scheiß blöden Wichser. Ich will nicht mehr hier sein, ich will zurück in mein Haus. Wegen 6 Eisen mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Ist alles gut. Ich bin nur ein paar Mal haarscharf dem Tod entkommen gerade. Das war knapp, das glaubt mir niemand. Gott sei Dank habe ich das Videobeweis. Hey, das wird mir niemand glauben. Das war so knapp. Ich bin jetzt voll traumatisiert, ey. Kannst du knicken mit mir, ich komme in die Klapse jetzt. Nach Hause. Scheiße, Mann, was war das? Ich wollte nur 6 Eisen holen. Verreck hier fast. Ey, das darf echt nicht wahr sein. Ist das alles Eisen, der hier ist? Wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen wenig. Alter. Diese Drecksviecher. Ich muss gerade erstmal drauf klarkommen, so ein bisschen. Wie knapp war das denn bitte jetzt? Alter Vater. Die Wände von den Steinen. Also von den hier, von den Ziegelsteinen. Mit ein paar Holzquerbalken drin. Hm? Ja, ne? Aber ich gehe heute nicht mehr die Haustüre raus. Das kannst du sowas von knicken, Junge. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen traumatisiert. Alter, so brauche ich gar nicht weg. Ich muss nur das wegmachen, was man später noch sieht. Oh mein Gott, Alter. Hab ich mir gerade fast in die Hose geschissen, Mann. Wie gesagt, ich bin erkältet, es tut mir leid. Alter, der Creeper vor allem. Der kam so unangekündigt. Ich hab den nicht gesehen vorher. Und ich dachte mir jetzt schon, so, jetzt ist rum. Das war von der Wand die Rede, ne? Und von nicht weniger. Alter, ich bin gerade mal froh, dass ich noch lebe jetzt. Auch in echt jetzt. Ich hätte in echt gerade sterben können. Meine Güte.
Wer baut hier bitte so schlampig ab? Alter, hab ich mir ins Hemd geschissen. Das gibt es doch nicht. Diese Kack-Drecks-Mistgeburten-Creeper. Vor allem, es war nur einer. Und die laggen. Warum laggen die so? Ich hab zwar gesehen. Oha. Nee, ich hab den nicht gesehen. Ich hab ihn gehört. Ich hab gehört. Oha, Creeper. Aber in dem Moment hat er schon gezündet und ich weiß nicht, ob meine Rettung das Schild war, weil das habe ich gerade noch so gezückt. Möglicherweise war genau das Schild meine letzte Rettung, gerade eben noch. Alter, das war so knapp. Aber gut, dass ich mir in der letzten Folge dieses blöde Schild gecraftet habe, sonst wäre ich jetzt tot. Okay, was das blöde Schild ist, ein gutes Schild ist. Ein wirklich tolles Schild. Hat mir das Leben gerettet. Danke. Oh Mann, Alter. Gestorben wird später, Junge. Das sag ich dir. Ich habe einen Plan, Leute. Falls ihr das da seht, das da, dann ist der Plan aufgegangen. Dann hat es funktioniert. Wenn ihr es nicht seht, dann hat irgendwas nicht gestimmt und deswegen ist es nicht drinne. Falls es nicht drinne ist, ich rede hier gerade von einer Facecam. Obwohl ich heute so beschissen aussehe, dass ich die eigentlich... Warte mal, warte mal. Ich will sehen, was da draußen abgeht. Oh. Genug Gründe, um drinnen zu bleiben. Also ich habe vor, eine Facecam mit einzubauen. Wenn es geklappt hat, dann werdet ihr die oben... rechts im Eck sehen, mache ich die hin dann. Wenn nicht, dann eben nicht. Also wenn irgendwas nicht geklappt hat, unsynchron oder sonst irgendwas, dann seht ihr das ja in dem Moment. Also ich würde sagen, hier auch noch. Und da. Dann müsste ich hier eigentlich auch noch. Warte, ich muss holen. Oh, wir haben keine mehr. Na super. Genie am Start, Achtung. Hier braucht man noch mehr Kohle. Genau wie da. Was habe ich da reingepackt? Ja, richtig. Hier haben wir noch Kohle. Hallo? Das leckt hier so manchmal ein bisschen, ne? Wobei ich hier gar nicht auf einem Server spiele. Ich spiele das ja offline, also in der Welt. Läuft das... Nee, läuft nicht über Server, oder? Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich ja wohl nicht. Aber anscheinend doch. Das Zeug kommt auch weg. Halt. Da, ja. Hier. Was ist das? Das gibt hier Boden. Theoretisch war das hier dann auch falsch. Die Musik, ja. Aber das check ich dann noch aus. Ich mache jetzt erstmal hier die Wände noch alles.